Als sich die Boeing 747-400, um die wir uns gestern ausführlich gekümmert haben, als die sich Ende der 80er bzw. Anfang der 1990er Jahre ausgesprochen gut verkaufte, schaffte sich der Flugzeughersteller Boeing damit selbst die Möglichkeit, sich eben nicht auf dem Erfolg auszuruhen, sondern aus der gut 25 Jahre alten Basis nochmal mehr rauszuholen und die Jumbo-Familie nochmal weiterzuentwickeln. Was Boeing daraus gemacht hat, das schauen wir uns jetzt an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zum nächsten Boeing 747 Video. Damals, Anfang der 1990er Jahre, lag es bei den Flugzeugherstellern, glaube ich, noch voll im Trend, ein Flugzeug zu bauen, das mit einer noch nie dagewesenen Größe auch eine noch nie dagewesene Effizienz erreichen konnte. Eine Taktik bzw. eine Strategie, die nur beim Flugzeughersteller Boeing bis jetzt wirklich funktioniert hat, weil nur der Flugzeughersteller Boeing ein wirklich so großes Flugzeug auf den Markt gebracht hatte. Das war jetzt aber auch schon wieder zwei Jahrzehnte her. Der Gedanke dahinter, der ist aber natürlich geblieben. Und deswegen brachte McDonnell Douglas, ein amerikanischer Flugzeughersteller, den es damals in der Form tatsächlich noch gab, da war es noch nicht Airbus und Boeing, sondern es gab zum Beispiel auch noch McDonnell Douglas, die brachten ein Projekt mit dem Namen MD-12 auf den Weg. Und dieser aufstrebende Flugzeughersteller aus Europa mit dem Namen Airbus, der brachte den A3XX ins Rennen. Tja, und Boeing, die mussten sich jetzt früher oder später mit dem Gedanken anfreunden, dass das, was die amerikanischen Kollegen oder der böse Konkurrent aus Europa, das, was die da produzieren, das wird sehr viel größer und sehr viel moderner sein als das, was Boeing mit der 747 anbieten kann. Und allein durch den Fakt, dass diese Flugzeuge aus einer neuen Generation kommen, werden sie die 747 beim Thema Effizienz auf jeden Fall ablösen können. Dem gibt man sich natürlich nicht so einfach hin, denn es geht hier zwar sicherlich nicht um das größte Marktsegment, aber es geht eindeutig um das prestigeträchtigste Marktsegment. Es geht darum, das größte Passagierflugzeug der Welt zu bauen und allein diesen Titel für sich zu beanspruchen, das ist wahrscheinlich schon Grund genug, um in diesem Rennen auf jeden Fall dabei zu sein. Es geht einfach um das ganz klassische größer, schneller, weiter, besser. Das ist irgendwie ein ganz einfaches Denken. Die Menschen sind einfach so simpel gestrickt und aus dem Grund ist es irgendwie auch total nachvollziehbar. Hätte man damals schon gewusst, wo sich die zivile Luftfahrt in den nächsten 20 Jahren hin entwickeln wird, dann hätte man sich wahrscheinlich schon hier auf andere Flugzeugtypen konzentriert, die eben ein anderes Konzept verfolgen und eben nicht auf diese Hub-Strategie, sondern eher auf die Point-to-Point-Strategie abzielen. Aber gut, soweit war man noch nicht. Aber gerade zu dieser Zeit mit dem Hintergedanken, dass die Anzahl an Personen, an Menschen, die irgendwo auf der Welt in ein Flugzeug steigen, dass die in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen wird, da macht es doch total Sinn, jetzt ein Flugzeug zu bauen mit einer noch nie dagewesenen Kapazität. McDonnell Douglas war als Flugzeugbauer recht schnell aus der Geschichte wieder draußen. Die Kunden des Flugzeugherstellers interessierten sich schlicht und einfach nicht für dieses Konzept der MD-12. Da verfolgte man jetzt noch so ein bisschen eine erweiterte Version, eine vergrößerte Version der MD-11. Aber Boeing klopfte auch schon an der Tür und dann war es das mit dem Flugzeughersteller McDonnell Douglas dann ja auch irgendwann. Airbus aber war angefixt und wir wissen alle, was aus dem A3XX wurde. Es wurde der A380 draus, das größte Passagierflugzeug der Welt, das erste Mal geflogen im Jahre 2005 und löste damit nach gut 36 Jahren die Boeing 747 als größtes Passagierflugzeug der Welt ab. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch vor der Jahrtausendwende gab es von Boeing gewisse Ideen oder Entwürfe zu einer 747-500X und einer 747-600X. Die Bilder habt ihr alle bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Da geht es in konkreteren Zahlen um eine bis zu 80 Meter lange Boeing 747 mit Platz für über 500 Passagiere in drei Klassen und einer Reichweite von etwa 14.500 Kilometern. Schlicht und einfach ein paar Daten, damit man dem Konzept von Airbus mit dem A3XX, damit man dem irgendwas entgegensetzen konnte. Aber auch hier zeigten die Kunden kein Interesse und wenn sich an dieser Stelle niemand für das Flugzeug interessiert, dann kann das Konzept auch so nicht umgesetzt werden. Tja, deswegen konzentrierte Boeing sich erst einmal auf die bestehende Boeing 747-400 und brachte eine Extended Range Version, über die wir gestern schon gesprochen haben. Aber Airbus machte weiter mit ihren Plänen und deswegen bestand die Problematik nach kurzer Zeit immer noch. Daraufhin entstand die Idee einer Boeing 747-400 XQLR oder XQLR oder wie auch immer. Auf jeden Fall ging es darum, eine 747-400 als Quiet Long Range Version zu bieten.
Bedeutet schlicht und einfach eine 747-400 mit neueren Triebwerken, mit effizienteren Triebwerken, einer vergrößerten Reichweite dadurch und mit den sogenannten Raked Wingtips, die man jetzt mit der 767-400 eingeführt hatte. Auch dieses Flugzeug wurde so nicht umgesetzt, aber man erkennt an dieser Stelle schon ein paar ganz konkrete Dinge, die später dann mit der 747-8 einige Jahre danach verwirklicht wurden. Nun stand bei dem US-Flugzeughersteller aber erst einmal ein Nachfolger für die betagte Boeing 767 auf dem Programm, und zwar die 787, der Dreamliner, der jetzt ganz konkret entwickelt wurde. Und dann war es wahrscheinlich der Erstflug des A380 im April 2005, der bei Boeing für einen kleinen Ruck sorgte. Denn Airbus hatte jetzt tatsächlich dieses Flugzeug, dieses Konzept, das größte Passagierflugzeug der Welt, gebaut. In jeglicher Hinsicht sehr viel moderner als das, was Boeing in diesem Marktsegment ihren Kunden präsentieren konnte. Wenn man es ganz genau nimmt, dann kann Boeing in diesem Marktsegment ihren Kunden sogar genau gar nichts präsentieren, weil der A380 liegt nicht im selben Kapazitätsbereich wie die Boeing 747, sondern er eröffnet mit seinen maximal 850 Sitzplätzen ungefähr nochmal eine ganz neue Liga über der 747. Es zeichnete sich jedoch schon an dieser Stelle natürlich ab, dass es bei Boeing keinen Sinn machen würde, jetzt nochmal ein ganz, ganz neues Flugzeug in dieser entsprechenden A380 Größenordnung zu entwickeln. Das wäre einfach viel zu teuer und würde viel zu lange dauern. Aber die 747 nochmals zu verbessern, die Kapazität nochmals zu vergrößern, das lag in entsprechender Reichweite und machte vielleicht gerade jetzt besonders viel Sinn. Weil es entstand ja eine Kapazitätslücke zwischen dem A340-600, 777-300 und der 747 auf der einen Seite und dem A380 auf der anderen Seite. Und die könnte man jetzt vielleicht mit einer überarbeiteten 747 wieder bedienen. Also wieder ran an die Pläne, und Boeing kündigte noch im November 2005, also nur wenige Monate nach dem Erstflug des Airbus A380, den ganz offiziellen Start des 747 Advanced Projektes an, unter dem Namen 747-8. Damit war die verbesserte Version der 747 jetzt auch durch den Namen ganz klar erkennbar, ein Boeing-Produkt der aktuellen Generation, aus der Generation der Boeing 787. Von diesem Projekt bekam der neue Jumbo dann ja auch dementsprechend ganz viele technische Neuerungen. Für uns jetzt ganz einfach von außen erkennbar, zum Beispiel die Raked Wingtips. Also man hat die 747-400 Winglets gegen diese Raked Wingtips ausgetauscht und natürlich die Zacken am Triebwerk. Und um die angesprochene Kapazitätslücke jetzt an dieser Stelle wirklich schließen zu können, musste die 747 auf jeden Fall verlängert werden. Und interessanterweise ist die 747-8 mit der 747SP tatsächlich die einzige Version der 747, bei der Veränderungen an der Rumpflänge durchgeführt worden sind. Das Oberdeck wurde verlängert um etwas mehr als 5 Meter, damit ist das jetzt gut 12 Meter länger als das Oberdeck der damaligen 747-100, und der Rumpf an sich wurde natürlich auch verlängert. Ansonsten ist tatsächlich jede 747 exakt 70 Meter und 60 Zentimeter lang, die neue 747-8 ist nun etwas mehr als 76 Meter lang. Und damit ist sie auch länger als der A380, der A340-600. Und löst ihn damit auch als längstes Passagierflugzeug der Welt ab. Neben den Triebwerken stellen natürlich die neuen Tragflächen der 747-8 die wohl wichtigste und größte Veränderung dar. Modernste Technik macht es hier einfach möglich, dass man gewisse aerodynamische Sachen einfach simulieren kann und dadurch viele Dinge neu berechnen kann, wodurch eine komplette Neuentwicklung einfacher möglich ist. Aber aus Kostengründen hat man die Struktur der 747-Tragfläche von der vorherigen 747-400 größtenteils übernommen. Und die Klappen, die wurden etwas vereinfacht. Die sind jetzt nicht mehr dreifach geschlitzt, sondern nur noch zweifach geschlitzt. Und dann gab es hier und da natürlich noch etwas von diesen berühmten Kohlefaserverbundwerkstoffen. Liegen ganz, ganz doll im Trend, ist aber auch ein tolles Material und funktioniert sehr, sehr gut. Daraus bestehen zum Beispiel diese Raked Wingtips, die übrigens auch dadurch entstanden sind, dass man solche aerodynamischen Berechnungen und Simulationen jetzt alle am Computer vernünftig durchführen kann. Ja, und dann natürlich die Triebwerke. Auch die kommen aus einer neuen Generation von Motoren von General Electric, und sie kommen auch aus dem 787-Projekt. Für die 747 wurden sie ein bisschen verkleinert, die haben fast 20 cm weniger Fan-Durchmesser, damit sie auch gut unter den Flügel, unter die Tragfläche der 747 passen. Und man hat da hier und da an der Technik ein bisschen was verändert, weil bei der 747 wird ja ein konventionelles System zur Kabinenbelüftung und zum Kabinendruckaufbau genommen. Bei der 787 funktioniert das ja netterweise mit einem etwas anderen System.
und ansonsten sind es aber die gleichen Motoren. Damit fällt an dieser Stelle aber natürlich auch die Auswahl an verschiedenen Triebwerksvarianten für die 747 weg. Jetzt gibt es nur noch für die neue 747-8 die Triebwerke von General Electric. Und auch das Cockpit hätte man jetzt natürlich an dieser Stelle von der 787 vom Dreamliner übernehmen können, weil sieht erstens ziemlich gut aus und zweitens gibt es da auch ein paar sehr, sehr sinnvolle Gründe für, warum ein Cockpit so aussehen sollte. Aber bei der 747 hat man nur ein paar Teile übernommen. Zum Beispiel Teile der Fly-by-Wire-Steuerung. Einige Steuerflächen der 747 werden jetzt nicht mehr konventionell angesteuert, sondern mit diesem berühmt-berüchtigten Fly-by-Wire-System. Ob man das beim Fliegen merkt, weiß ich leider nicht, sollte sich aber an Grenzen halten, denn Ziel war es von Anfang an, dass ein Pilot, der eine Boeing 747-400 fliegen kann, dass der auch recht schnell eine 747-8 fliegen kann und darf. Und deswegen wurden auch so Dinge wie das Head-Up-Display bei der 787. Das wurde bei der 747-8 weggelassen, weil es einfach Schulungsaufwand gewesen wäre. Bei der Entwicklung der 747-8 war es übrigens von Anfang an klar, dass man einen Frachter bauen wird. Und auch von Anfang an, denn mit der 747-400 war man mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem die Hälfte der weltweit irgendwo mit einem Flugzeug beförderten Fracht in einem 747-Frachter fliegt. Und das ist natürlich eine kluge Entscheidung, denn während Boeing noch vor der eigentlichen konkreten Entwicklung der 747 angekündigt hatte, dass man in diesem Kapazitätsbereich für die Passagierluftfahrt ungefähr vielleicht in den nächsten Jahren um die 950 Flugzeuge brauchen wird, kauften am Anfang, bevor es die 747-8 wirklich draußen in der Luft gab, kauften nur Cargolux und Nippon Cargo die 747. Und da ist jetzt unschwer zu erkennen, die kauften keine Passagierflugzeuge, sondern Frachter. Danach kamen erst einmal ein paar VIP-Kunden, die dann die 747-8 wirklich in einer Passagierversion kauften, obwohl ja eigentlich auch eher in einer speziellen Version. 2006, ein Jahr nach der offiziellen Ankündigung, kam dann die Lufthansa, die 19 Flugzeuge bestellte und damit ja auch größter Betreiber wurde, und Korean Air kaufte 5. Alles sehr überschaubar. Dazu gab es Verspätungen, die extra Verhandlungen nach sich zogen, und so dauerte es bis Ende 2011, bis die erste 747-8 als Frachter an Cargolux ausgeliefert wurde. Die erste Passagierversion kam zur Lufthansa Mitte 2012. Ja, Boeing versprach, das Flugzeug ist 30% leiser, 16% effizienter zu betreiben als seine Boeing 747-400 und damit auch wenige Prozentpunkte sparsamer als der in Anführungszeichen Konkurrent Airbus A380. Interessierte aber leider kaum jemanden. Genauso wie der A380 leidet die Boeing 747 zu dieser Zeit unter der aktuellen Entwicklung in der Zivilluftfahrt. Und die 747 hat aber natürlich einen großen Vorteil gegenüber dem A380, und zwar, man kann sie auch als Frachter kaufen. Aber als Passagierflugzeug ist sie mittlerweile durchaus austauschbar. So fliegen heute tatsächlich nur etwas mehr als 100 Boeing 747-8 und nur 36 von ihnen als Passagierflugzeug. 19 bei der Lufthansa, 7 bei Air China und 10 Stück bei Korean Air. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Das sind nur 3 Fluggesellschaften, bei denen man als ganz normaler Passagier eine 747 in der neuesten Version fliegen kann. Aktuell gibt es keine offenen Bestellungen mehr für die Boeing 747 in der Passagierversion. Sie wird an dieser Stelle nicht mehr gebaut. Außer vielleicht die 2 Dinger, die man da jetzt noch zur Air Force One zusammenwerkelt. Aber ansonsten werden nur noch Frachter von der 747 produziert. UPS rettete das ganze Projekt mit 14 Bestellungen im Jahr 2018 nochmals in die nächste Runde, aber 2022 werden wahrscheinlich auch diese Flugzeuge alle ausgeliefert sein, und das ist dann wohl wirklich das Ende für die Boeing 747. Die Zeiten haben sich geändert, die Fluggesellschaften kaufen andere Flugzeuge, für Flugzeuge mit über 450 Sitzplätzen sieht es gerade nicht wirklich gut aus. Damals kauften die Fluggesellschaften die Dinger vielleicht, weil sie als einzige Flugzeuge diese wirklich extrem großen Reichweiten bieten konnten. Aber das sieht heute wiederum anders aus. Zweistrahlige Flugzeuge, die dabei fast gleich groß sind, bieten mit geringeren Sitzplatzkosten tatsächlich noch mehr Reichweite an. Boeing schafft mit dem 777X-Projekt jetzt doch selbst eine sehr viel bessere Alternative zur Boeing 747. Und auf den Routen, auf denen man wirklich so unendlich viele Passagiere zur Verfügung hat, wo wirklich so viele Leute in ein Flugzeug steigen wollen, da macht sich dann der A380 mit seiner nochmal größeren Kapazität eine Ecke besser. Tja, die Zeiten haben sich nach 50 Jahren etwas geändert. Die 747 aber hatte ihre Zeit, und das, was Boeing bis heute daraus gemacht hat, das ist in jeglicher Hinsicht echt ziemlich beeindruckend. Damit soll es das für heute gewesen sein, und was wir nicht vergessen wollen, ein ganz wichtiger Fakt nebendran: die Boeing 747-8 Intercontinental ist bis heute aktuell tatsächlich das schnellste Passagierflugzeug der Welt.
ja, das kann sie besser als jedes andere. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich denke mal, es wird nochmal ein Video geben zu den speziellen Versionen der 747, zum Dreamlifter, zu diesem Shuttle Carrier und so weiter. Da kann man auch über ein paar Sachen sprechen, weil ich glaube, es gibt wenig Flugzeuge, die in so vielen wirklich außergewöhnlichen Formen und Farben unterwegs sind wie die 747. Aber gut, darum kümmern wir uns dann mal anders. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende und tschüss.